Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es heute Montag, den 19. Juni und wir sitzen jetzt hier bei meinen Eltern im Ort an der S-Bahn-Haltestelle, Raphael und ich, weil wir jetzt heute in die Stadt fahren, wo wir einen Termin haben mit Raphael beim Kinderkardiologe. Beim Arzt, genau. Und genau, gestern war ja Sonntag, da waren wir bei meinen Eltern. Und weil der Weg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von meinen Eltern aus in die Stadt kürzer ist als von uns zu Hause, haben wir gesagt, komm, dann übernachten Raphael und ich von Sonntag auf Montag praktisch bei meinen Eltern und fahren dann von hier aus mit der S-Bahn. Das ist viel kürzer und ohne Umstieg als von uns zu Hause aus. Genau, und ja, da sind wir jetzt heute beim niedergelassenen Kinderkardiologen. Wir wollten eigentlich wieder nach Heidelberg in die Ambulanz zur Kontrolle. Aber die haben uns gesagt, als ich glaube Anfang des Jahres dort angerufen habe wegen einem Termin, hieß es ja, ihr Sohn hat ja jetzt momentan keine, ist nichts Akutes und steht auch keine OP oder sowas an. Und in dem Fall würde sie uns bitten, zur reinen Verlaufskontrolle einfach zum niedergelassenen Kardiologen zu gehen, weil sie dort in Heidelberg in der Ambulanz, in der Herzambulanz, einfach zu viele Patienten haben, dass sie die Verlaufskontrollen momentan bei Kindern, wo jetzt wie beim Raphael jetzt nichts Dramatisches ist oder so, die sie jetzt einfach nicht machen können. Genau, jetzt sind wir halt heute nochmal beim normalen Kardiologen oder beim Niedergelassenen nennt sich das im Prinzip. Da waren wir ja bis jetzt auch einmal schon, da war Raphael noch ein Baby, da waren wir dort einmal bevor wir dann regelmäßig dann wieder in Heidelberg waren. Genau, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wobei groß was anderes wird da wahrscheinlich nicht rauskommen, weil es ist ja bei ihm nichts Dramatisches. Das ist jetzt einfach nur reine Kontrolle, wo wir jetzt normal aktuell einmal im Jahr hin müssen. Und wo dann einfach geguckt wird, diese Verengung, wo er hat im Herz, ob sich da irgendwas verändert hat, wobei ich davon eigentlich nicht ausgehe. Die Untersuchung ist erfolgreich beendet. Raphael hat es super mitgemacht. Gell, Raphael, das war super. So diese übliche Prozedere mit EKG, Blutdruck, Messen, Wiegen und Ultraschall und so weiter alles. Er ist jetzt 1,8 Meter groß und wiegt 17 Kilo. Genau, EKG war alles super. Ultraschall, also er hat ja dieses Herzgeräusch. Und Raphael, komm, bleib da bitte. Das hieß ja ursprünglich, dass es eine Engstelle ist. Es ist jetzt aber nicht mal mehr eine richtige Engstelle, es ist einfach nur ein Knick in dieser einen Ader oder Vene, ich weiß es jetzt nicht genau. Raffi, komm, Vorsicht. Komm, gib mir die Hand bitte. Genau. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt lediglich nur noch ein Knick. Also nicht mal mehr eine richtige Engstelle und da ist jetzt momentan einfach gar nichts, dass man sagen muss, da muss man jetzt regelmäßig weiter drauf schauen oder in engeren Abständen. Also der Kardiologe hat jetzt gemeint, es reicht, wenn wir in 3 Jahren sogar erst wieder kommen und dann das einfach nochmal angucken. Mehr muss man da gar nicht machen. Dieses Herzgeräusch hat er gemeint, es wird bleiben, weil das einfach dieses Geräusch ist, was das Blut macht, wenn es um diesen Knick praktisch fließt. Genau, aber ansonsten ist da rein gar nichts bedenklich. So, dann waren wir jetzt heute auch noch schön beim Rewe und haben ein bisschen was eingekauft. Genau, das zeige ich jetzt einmal schön. Ging einmal mit hier so ein Viererset mit Joghurt, mit Naturjoghurt. Dann sind einmal im Angebot die Pringles. Da habe ich mal diese Pizza-Variante mitgenommen. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Hatte ich irgendwie Lust drauf. Dann gab es noch Bananen. Dann habe ich einmal noch mitgenommen zum Fleischfond hier so einen Käseaufschnitt.
man mal einen Wurstsalat und einen Fleischsalat machen. Ich bringe dann hier einmal die Fleischwurst mit. Dann hier einmal, die waren auch im Angebot von Lorenz Naturals, die Balsamico Chips. Dann vom Bäcker hier einmal noch so ein großes Brot. Dann hat mein Mann noch hier mitgenommen so einen großen Gurkentopf fürs Vesper. Wir haben jetzt gesagt, bei der Wärme machen wir uns abends nichts Warmes. Wir vespern jetzt diese Woche einfach nur, das reicht aus. Und dann gehen hier von der Theke einmal Jona und Paprikawurst, Schinken, Schwabenmarken und Wiener mit. Genau, ja, das war es eigentlich schon mit den paar Sachen vom Rewe. Ich dachte mir, wenn ich jetzt schon mal wegen Raphaels Termin da beim Kardiologe, kann ich auch noch mal kurz ein Update geben. Wir waren ja in den letzten Wochen auch noch mal einmal mit ihm beim Kinderarzt wegen dem Hörtest noch mal, weil er da ja letztes Jahr bei der U-Untersuchung nicht richtig mitgemacht hat. Und dann waren wir jetzt noch mal ja, zu einem Termin bei einem Hörtest. Das hat super funktioniert, da war nichts auffällig, war alles in Ordnung. Und dann eine Woche später waren wir dann auch noch beim Augenarzt bei einem Termin, weil er diese Hornhautverkrümmung hat und so eine ganz leichte Sehschwäche. Da hat sie jetzt aber gemeint, das ist, da muss man gar nichts machen. Er hat ja auch keine Einschränkungen oder sowas. Das ist ähnlich wie mit seiner Herzgeschichte. Da muss man jetzt gar nichts machen, was uns auch oder auch meinen Schwestern ein paar Mal aufgefallen ist, wo wir nicht sicher sind, ob es einfach dran liegt, weil er die Farben noch nicht alle richtig zuordnen kann oder ob das wirklich an seinen Augen liegt. Der hat sie mit ihm so einen kurzen Farbsehtest gemacht. Sie hat gemeint, sie sieht eine leichte Tendenz, aber das kann jetzt auch einfach wegen seinem Alter sein. Wir sollen dann einfach nochmal kommen, bevor er in die Schule kommt, nochmal zu einem Sehtest und da wird sie das dann mit den Farben auch nochmal überprüfen. Aber sie geht nicht davon aus, dass da irgendeine Farbblindheit oder irgendwas vorliegt, dass er eine Farbsehschwäche oder sowas hat. Weil sie auch gemeint hat, das fand ich auch ganz interessant. Und jetzt geht der Kuckuck. Das fand ich auch ganz interessant. Und zwar hat sie dann gefragt, ob mein Mann oder mein Vater oder mein Schwiegervater praktisch, also ein männliches Familienmitglied praktisch von uns, ob da, wo eine Farbsehschwäche vorliegt, ist aber nicht der Fall. Weil er gemeint hat, dass normalerweise das dann nur vererbt wird. Also es ist sehr, sehr, sehr selten, dass so eine Farbsehschwäche einfach so auftritt, wenn dann wird es vererbt. Deshalb meint sie, dass es höchstwahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber ja, sie meint, es reicht, wenn wir vor der Einschulung nochmal kommen. Das ist jetzt auch die Frage, ob das dann nächstes Jahr sein wird oder erst übernächstes Jahr. Genau, und da sollen wir dann einfach nochmal kommen, dass sie dann nochmal einen Test macht. Genau, das ist einfach mal so, was wir jetzt so in den letzten Wochen auch gemacht haben, wie gesagt, wegen so zwei, drei Arztterminen, da mache ich nicht einfach einen Vlog, das lohnt sich gar nicht. Deshalb habe ich das jetzt einfach hier als kleines Update noch mit reingenommen und ja, würde dann an der Stelle auch den Vlog beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Video. Ciao!